die schwierigen Patienten. Das ist immer erstmal die Frage, warum empfinde ich denn als Mitarbeiterin in der Praxis den Patienten als schwierig? Da ist mein Tipp immer erstmal zu hinterfragen, ist es schwierig oder ist er einfach nur anders? Verhält er sich eventuell anders, als ich das denke, als ich es erwarte? Also meine Erfahrung ist die ganz oft beim Termin. Ist es schon schwierig bei der Terminvergabe. Das kann vielfältige Ursachen haben. Praxen, die erst in 2 oder 3 Monaten den nächsten zur Verfügung stehenden Termin haben. Es ist ein neuer Zahnarzt mit in die Praxis integriert worden. Man will aber nicht als Patient zu dem Neuen hin, sondern eher zu dem ursprünglichen Inhaber. Hier empfehle ich den Mitarbeitern mal den Perspektivwechsel. Zu sagen, ich versetze mich jetzt mal in den Patienten rein. Der möchte etwas, das kann ich im Augenblick nicht bieten. Und hier kommt es auf die Wortwahl an. Wenn ich sage, ich habe erst einen Termin im April, dann ist das natürlich schrecklicher, als wenn ich sage, im April kann ich Ihnen einen Termin am so und so vielten anbieten. Bei diesem erst, da könnte ich sagen, ich habe erst heute Nachmittag einen Termin und da wäre dieser wahnsinns tolle Termin am gleichen Tag auch nichts mehr wert, weil erst schränkt ein. Also hier kommt natürlich meine Aufgabe als Praxisknicke-Entwicklerin und als Erfinderin des Praxisknicke sozusagen. Ich gehe erstmal mit einem positiven Gefühl überhaupt in mein Team hinein. Ich schätze meine Kolleginnen wert, ich respektiere sie, auch die Andersartigkeit, genauso wie wir es eben bei den Patienten gesagt haben. Und dass ich nicht voraussetze, dass alle ganz genauso ticken wie ich, sondern ich höre mir erstmal an, warum ist sie anders, wie ist sie anders und versuche mich dann da natürlich auch entsprechend zu integrieren.